Herzlich willkommen, Marius, zu Fans Fragen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Wie sieht es im Moment aus? Jetzt leider verletzt, beziehungsweise keine Verletzung zugezogen. Wie geht's dir? Ja, ist auf dem Weg der Besserung. Ich denke, dass es aber trotzdem noch 2-3 Wochen dauert. Also im Endeffekt wird es wahrscheinlich schwierig, dieses Jahr nochmal komplett auf 100% zu sein. Schade, aber okay. Gute Besserung auf jeden Fall. Lukas möchte gerne wissen, was war dein Anreiz, wieder zum SV Meppen zu wechseln? Ja gut, also im Endeffekt habe ich den SV Meppen nie aus den Augen verloren. In Kaiserslautern, Essen habe ich trotzdessen immer verfolgt. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war einfach, dass ich, ja tatsächlich so blöd es klingt, in meinem Herzen nie den Verein verloren habe. Und ich immer wusste, ja, was ich an dem Verein habe, was ich für positive Momente mit dem Verein hatte. Und ja, deswegen war das für mich ein ganz, ganz großer Grund, einfach wieder hierher zu kommen, weil ich mich einfach erstmal super wohl fühle und zweitens, ja, einfach alles passt hier. Sehr gut. Michael möchte gerne wissen, in dieser Saison bist du schon auf verschiedenen Positionen zum Einsatz gekommen. Auf welcher fühlst du dich denn am wohlsten? Ja, also natürlich auf meiner Stammposition auf der Außenbahn. Im Endeffekt hat es mir in den Spielen auf der 10 auch relativ gut gefallen. Aber die habe ich zum ersten Mal so richtig gespielt. Würde ich auch jederzeit wieder spielen, aber natürlich auf den Außenbahnen fühle ich mich natürlich am wohlsten. Da hattest du natürlich auch immer jede Menge Gegenspieler. Wer war denn der Beste, gegen den du bislang gespielt hast? Gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, so jetzt rein vom letzten Jahr, als wir im DFB-Pokal mit Kaiserslautern gegen Gladbach gespielt haben, war schon Matthias Ginter der stärkste Gegenspieler, mit dem ich gespielt habe. Ich habe noch nicht gegen so viele Bundesliga-Vereine gespielt oder irgendwie Zweitliga. Deswegen würde ich sagen, Matthias Ginter. Ist ja auch nicht umsonst Nationalspieler. Richtig. Boris Kamenschik möchte gerne wissen, du hast die Chance, einen ehemaligen Mitspieler zum SV Meppen zu holen. Welcher wäre das und warum gerade er? Ja gut, ich glaube, das wollen manche nicht hören, aber tatsächlich, wenn ich jemanden zurückholen würde, wäre es Benny Gürt. Weil in den Jahren, wo ich hier war, hatten wir unfassbar viel Spaß zusammen und auch meines Erachtens sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, darüber würde ich mich trotz dessen freuen. Sehr gut. Hat ja auch jede Menge Tore für uns erzielt. Richtig, richtig. Kommen wir zu zwei etwas besonderen Fragen von ehemaligen Teamkollegen. David Rizovic möchte gerne wissen, welche Auswärtsfahrt war für dich die schönste und welche besonderen Erinnerungen hast du an diese? Boah, er kann eigentlich nur eine Auswärtsfahrt meinen und das war die Auswärtsfahrt damals, wo wir das erste Live-Spiel bei Sport 1 hatten gegen VfB Lübeck. Und die Rückfahrt war, wie man es nennt, feuchtfröhlich. Und an diese Auswärtsfahrt erinnere ich mich immer wieder. Und ja, wenn ich mich mit Thilo oder so treffe, dann kommt diese Auswärtsfahrt tatsächlich sehr, sehr häufig vor. Und das war auch eine pure Eskalation. Wie haben wir da damals gespielt? Ich glaube, wir haben jetzt 2-1 gewonnen, genau. Da hat ich weiß noch, Mirko Born rot bekommen und Dennis Geiger, der Fallrückgeiger, den Rückzieher gemacht. Genau. Sehr gut, stimmt. Jule Düker, mittlerweile, ich glaube, in Indien, ja. Möchte gerne wissen, lieber Marius, wieso machst du immer Geräusche beim Schießen? Nee, ich mache keine Geräusche beim Schießen. Bloß früher war es so, als wir zusammen trainiert haben, wenn wir Abschüsse gemacht haben, war es immer so ganz komisch da. Habe ich dann immer gesagt, und Abfahrt zum Beispiel oder so. Und das ist ihm irgendwie so im Kopf hängen geblieben. Also ich mache jetzt nicht ständig die Geräusche. Das ist eigentlich eher so, war ein Insider zwischen Julius und mir. Und ja, das war klar, dass die Frage kommt. Sehr gut. Stellen wir natürlich sehr gerne. Zum Abschluss der Fragerunde gerne ein kleines Entweder-Oder. Am besten so schnell wie möglich entscheiden. Ja. Als Spitzname, lieber Kleini oder Flügelflitzer? Kleini. Talent oder Fleiß? Fleiß. Tor oder Assist? Tor. 5-2 oder Torschusstraining? Torschusstraining. Lieber Sommer- oder Winterpause? Sommerpause. Strandurlaub oder ab in die Berge? Strandurlaub. Goslarer SC oder SVW in Wiesbaden? Oh
Ganz klar Goslarer SC. Goslarer SC oder Kaiserslautern? Goslarer SC. Goslarer SC oder Rot-Weiß Essen? Das Rot-Weiß Essen. Jetzt nichts Falsches sagen. Nee. Rot-Weiß Essen oder SV Meppen? SV Meppen. Alles klar. War uns natürlich fast klar. Vielen Dank für das Interview und alles Gute, Mario. Danke, gerne.